Hey ho, ein klitzekleines Bauupdate habe ich wieder für euch. Was haben wir heute eigentlich für Datum? Mal aufs Handy glotzen. Wir haben heute den 11. Mai. Ja, und es hat jetzt nichts direkt mit dem Grillen selber zu tun, sondern eher mit der Verschönerung. Und zwar geht es hier um den Platz vor dem Grillplatz. Ich habe mir hier vom Junior eine kleine Schalung basteln lassen. So. Und hier werden wir jetzt außenrum ausbetonieren, dann die Schalung wieder wegmachen und dann habe ich hier innen drin ja einen Pflanzkübel, kann man sagen. Da wird dann was Schönes reingepflanzt werden, wie zum Beispiel eine Musa Basio oder auch eine Banane. Genau. Und dann haben wir einen schönen Hintergrund, wenn wir mal wieder vorm Gasgrill stehen. Es ist einfach nur, ja, zwecks der Optik und dass der Platz hier auch mal genutzt wird. Viele werden jetzt vielleicht sagen, oh, da hätte ich ja doch einmal den Schwenkgrill anschmeißen können. Ja, den kann ich da drüben auf der Betonfläche auch noch anschmeißen, was vielleicht heute auch noch passiert, dass der auch endlich mal benutzt wird. Ja, mein Polo ist vollgeladen mit ein paar Zementsäcken. Die hole ich jetzt raus, mische an und schütte das Ding einfach mal voll. Eine Armierung, also Stahleinlagen zwischen, nein, werde ich nicht machen. Entweder hält es so, das hält gar nicht. Also, weil soll es ja mal wieder wegkommen, kann ich es einfach zusammenschlagen und wegreißen, was dann mit der Stahlarmierung etwas schwer ist. Genau, das ist der Grund. Gut, dann hole ich jetzt meine Zementsäcke raus, meinen Mörtelmischer und dann können wir schon loslegen. Also, ich habe hier jetzt mal so 8 Säckle, 30 Kilo von diesen Estrichbeton. Ich hoffe, dass das ausreicht. Ich glaube es zwar noch nicht, oder ich glaube nicht dran, sonst muss ich halt noch einen holen. Da habe ich so meine Mischmaschine. Dann wird jetzt der Mist da rein mit Wasser vermengt, aufgequirlt und dann einfach hier rein in den Zwischenraum. Fuck. Zwei Säckle sind schon drin und ja, sieht noch nach gar nicht so arg viel aus. Jetzt bin ich ja echt gespannt, wie viel von den Säcken ich insgesamt verarbeite. 1, 2, 3, 4, 6 Stück habe ich noch. Ja, die rühre ich jetzt an, schmeiße sie auch da rein, dann zeige ich es euch nochmal und dann weiß ich, ob ich noch fahre und noch welche hole. So ein Mist, Leute. Echt wahr, so ein Mist. Ja, circa halb voll. Mit 8 Säcken. Leck mich am Arsch, da geht was rein. Ich werde jetzt nochmal losheizen und nochmal, ja, ich denke gleich 10 Säcke holen. Weil nochmal fahre ich wegen der Kacke nicht. Und muss mich jetzt beeilen. Ja, wegen der Bindung von der Schicht und der nächsten, dass das jetzt nicht zu lang dauert. Also, wir sehen uns dann wieder. So, Freunde, jetzt habe ich nochmal hier 10 so Sackel geholt. Die werde ich jetzt noch verarbeiten. Ob es reicht oder nicht, ist mir jetzt scheißegal. Wenn es nicht ausreicht, mein Gott, dann ist halt der Füllstand etwas niedriger, juckt mich nicht. Das andere ist, ja, ihr könnt euch jetzt auf ein paar Top-Videos mit Sicherheit noch freuen, die nächste Woche, wo wir machen werden, weil ich habe hier so jemanden da, den kennt ihr schon. Der war damals, was haben wir da gemacht, die russischen Schaschlik, wo so viel von dem Essig reingehauen hat, der Hiwi. Und der Sack kommt natürlich nicht ohne Hintergedanken. Er hat einen Kackhaufen noch mitgebracht, wo ich auch noch machen darf. Aber ob ich da noch auf meinem Zweitkanal davon auch noch ein Video mache, das weiß ich noch nicht. Hiwi, was hat dich für einen Teufel geritten mit der Karre? Boah, die Kiste hat mir schon immer gefallen und da habe ich mir gedacht, ja, günstig reingelaufen und ja. Halt leider Lack nicht mehr so besonders, aber ich hab ja das Spitzer in der Hand.
Na ganz toll, ich bin wie das Arsch. Okay Leute, ich betoniere jetzt mein Mist hier fertig. Und ja, dann schauen wir mal, was wir heute auf alle Fälle noch auf den Grill schmeißen. Also da kommt auch noch was. So Leute, jetzt haben wir hier 18 Säcke Beton drin versenkt. Betonestrich. 18, 540 Kilo. Ja, egal. Hat nicht ganz ausgereicht, um es ganz aufzufüllen. Aber wir haben jetzt die letzten zwei, drei Säckle sehr nass gemacht und gepanscht und gepampelt. Ja, das ist ungefähr das Niveau gleichmäßig ist. Jetzt wird es abgedeckt und stehen gelassen. Dann darf das erst einmal in Ruhe aushärten. Und ich denke, irgendwann einmal Mitte, Ende nächster Woche in irgendeinem Grillvideo machen wir hier dann mal kurz ein Ausbackerle. Ja, jener welcher einer hat mir sehr geholfen jetzt. Danke, Hiwi. Bitte. Das muss ich jetzt an seinem Scheißkram büßen. Egal, wie gesagt, heute Abend benutze ich endlich einmal den Schwenkgrill. Leute, wir sehen uns. Ciao.